Kompanie, salutiert! Manche werden uns Deserteure nennen und andere wieder Verbrecher, Blutrünstige, Abtrünnige. Und diese Yankees, diese widerwärtigen, dreckigen Yankees, die behaupten jetzt, dass sie den Krieg gewonnen hätten, dass sie uns besiegt haben, dass wir vernichtet wären, dass der Süden verloren hat und die Konföderation in Schutt und Asche liegt, dass die Rebellen ihre verdiente Strafe erhalten. Sie sehen aber nicht das, was ich hier sehe. Sind wir tot? Wir fühlen noch das Blut in unseren Adern. Wir sind stark. Und wir sind fähig zu kämpfen. Vielleicht besser als vorher. Jeder von uns ist bereit zu töten. Und so wahr ich hier vor euch stehe, die Yankees werden den Tag verfluchen, an dem sie über uns gelacht haben. Mit mir werdet ihr Ruhm und Ehre entgegenreiten. Vielleicht werden wir noch ein paar Jahre in diesem verdammten Drecknest zubringen müssen, in dieser verfluchten Wüste. Aber dies müssen wir auf uns nehmen, denn wir werden als Soldaten zurückkehren. Nicht als Opfer, nicht als Sklaven, so wie es sich die Yankees wünschen. Wir werden die Herren sein. Wir werden die Hölle über die Yankees bringen. Ja, die Hölle und den Tod. Wir gewinnen die letzte Schlacht. Evelyn, mein kleiner Liebling. Okay, wir haben alles aufgeladen, Sir. Whisky, Gewehre. Ich habe mir etwas einfallen lassen. Platzpatronen für den Fall, dass sie die Waffen jemals auf uns richten. Und was wird mit dem Mädchen passieren, Sir? Immerhin ist sie die Tochter von Häuptling Schwarzer Adler. Ich werde sie kriegen. Ich habe sie niemals vergessen. Sie ist schön und wild, so wie eine Frau zu sein hat. Und was ist, wenn ihr Vater Probleme macht? Ich schätze, du weißt, was du dann zu tun hast, Gordon. Hm? Hm. Vorwärts! Abmarsch! Yeah! Ist tot. Unsere Tochter ist tot. Wann wirst du das endlich verstehen? Du gehst mir auf die Nerven. Ich will diese verdammten Fotos hier nicht mehr sehen. Verbrennen sie. Hast du gehört? Du bist verrückt, Mary. Unsere Tochter ist tot.
Ich wünschte, du würdest dich endlich damit abfinden. Und wer ist schuld an ihrem Tod? Es ist deine Schuld. Wie kannst du so etwas sagen? Du bist wahnsinnig. Ich wahnsinnig? Nein, du bist wahnsinnig. Du und dein unsinniger, verdammter Stolz, deine Grausamkeit. Es gibt für dich nur eins, das ist Macht. Du hast unser Haus zerstört und unsere Familie. Du hast alles zerstört. Ja, ja. Du allein bist schuld am Tod unserer Tochter. Nein, hör auf. Halt den Mund. Nein. Sag so etwas nie wieder. Oder ich schwöre dir, ich werde dich töten. Schwarzer Adler. Au. Wir kommen, um zu handeln. Wir möchten Pferde von euch kaufen. Junge Mustangs. Hier sind keine Pferde. Die Pferde sind in den Bergen. Ihr müsst warten, bis sie zurückkommen. Unsere Krieger sind bei ihnen. Und sie kommen zurück in der letzten Nacht des vollen Mondes. Deine Augen verraten mir, dass Pferde nicht alles sind, was du willst. Was willst du noch? Sprich. Du hast recht. Weißt du, mein Colonel, weiß die Schönheit deiner Tochter Yarin sehr zu schätzen. Er möchte sie zur Frau nehmen und ich sag dir, was er für sie bietet. Er gibt dir Feuerwasser und Gewehre und 5 Kisten voller Munition. Meine Tochter ist keine Handelsware. Sie hat dem großen Manitou ein Gelübde gegeben. Niemals wird sie mit einem Mann das Zelt teilen. Nicht von ihrem Stamm und nicht von deinem. Und dies gilt für die Ewigkeit. Einen Moment, unser Colonel ist sehr großzügig. Er möchte deinem Stamm helfen. Er weiß, wie es euch geht, Schwarzer Adler. Du solltest auch an deine Leute denken. Er ist bereit, alles zu zahlen, was du forderst. Meine Antwort ist nein. Du solltest dir das gut überlegen, alter Mann. Sonst könnte es sein, dass wir deine beiden Töchter nehmen. Hallo, Kleine. Na? Ich wette, du bist scharf auf einen strammen Soldaten. Hört auf! Lass sie los! Deine Dummheiten, Alter! Macht sie fertig! Vorwärts, Jungs! Die Spaß!
Willkommen in der Zivilisation, du kleine Indianerhure. Ja! Mögen Güte und Barmherzigkeit mir folgen mein Leben lang, sodass ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Möge Gott über eure Seelen wachen. Ruhet in Frieden. Amen. Amen. Mann, das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, ich krepier gleich versuch's. Gott sei Dank haben wir hier im Bar. Hast du Durst? Frank, gib ihr ein bisschen Wasser. Vince würde das nicht mögen, Gordon. Er würde sich im Grab umdrehen, wenn ich das tue. Er war mein bester Freund. Lass die Hure krepieren vor Durst, ist mir doch egal. Der Colonel will das Mädchen lebend haben und wir sind für sie verantwortlich. Verstanden? Ob du das verstanden hast? Quatsch, Frank! Die Ratte versucht wegzulaufen! Spaß gehabt!
Idiot! Verdammter Idiot! Der Colonel wird dich in Stücke schneiden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich wette, sie versucht, zu ihrem Stamm zurückzukommen. Wir reiten wieder zurück. Da schnappen wir sie uns. Nein, nein, das tut sie nicht. Es gibt keinen Stamm mehr, zu dem sie zurückreiten könnte. Hast du das schon vergessen? Sie ist in der Nähe. Irgendwo da unten in diesem Tal. Da halte ich jede Wette. Das verdammte Biest ist entwischt. Was uns fehlt, sind Bluthunde. Hey, ich wüsste jemanden, der uns weiterhelfen könnte. Du weißt doch, dieser Indianer-Scout, Hondo das Halbblut. Los, wir holen ihn. Nicht besonders viel Spaß an einem Loch im Kopf. Du schießt lieber erst und stellst dann Fragen, hä? Hondo hat viele Feinde in diesem Land. Und viele von ihnen sind Bleichgesichter. Hör zu, Hondo, du kannst mir helfen. Du bekommst eine Menge Feuerwasser, wenn ich zufrieden mit deiner Arbeit bin. Wir verfolgen eine Squaw, die ein paar meiner Männer getötet hat. Thank you.
stehen bleiben. Eine falsche Bewegung und du bist hinüber. Wer ist das gewesen? Hast du nicht gehört? Du stinkst wie ein wildes Tier und hast eine widerliche Verletzung. Du fliehst vor irgendjemandem. Nicke einfach mit dem Kopf. Wer ist es? Wer verfolgt dich? Okay, wie du willst. Anigaki, damit vergisst du Hunger und Müdigkeit. Los, weiter! Squaw hat sich da versteckt. Okay, wo ist sie dann hin? In ihrem Zustand kann sie nicht weit gekommen sein. Diese Squaw ist nicht dumm, im Gegenteil, sie ist klug und stark. Ich will nur eins wissen, wo hat sich diese verdammte Ratte versteckt? Am Berg des Donners.
Spur führt in diese Richtung. Gibt eine Menge Farm und Ranch da drüben. Die Rancher hassen die Indianer. Die würden sie bestimmt töten. Die Spur ist noch frisch. Sie ist nicht weit weg. Das ist mein Bett. Und ich will heute Nacht darin schlafen. Verstehst du? Du kannst die Decke als Kleid benutzen. Hast du verstanden, was ich sage? Kleid. Also gut. Iss erstmal was, wenn du gesund werden willst. Und komm bloß nicht auf die Idee, dich zu bedanken. Diesmal nicht wieder auf den Boden. Na komm, ist das. Es ist kein Vergnügen für mich, dich hier zu haben. Meinen Vater umgebracht, meine Schwester, meine Freunde. Hilflose Kinder haben sie ermordet. Sie haben alle umgebracht. Die Frauen und die Kinder. Ihr seid es. Ihr seid die Wilden. Ich war es nicht. Hörst du, ich war es nicht. Wer waren die Männer? Weißt du es? Soldaten. Die Grauen Wölfe, so nannten wir sie. Ihr Häuptling heißt Colonel Connor. Du kannst noch eine Nacht bei mir bleiben. Aber morgen musst du gehen. Hast du verstanden?
Wer liegt da drunter? Meine geliebte Frau. Sie ist umgebracht worden. Und zwar von Indianern. Ich verstehe dich nicht. Du hättest mich töten können. Und wozu? Was würde das nützen? Gewalt bringt immer mehr Gewalt. Ich will niemanden töten. Ich habe nicht vor, mich zu rächen. Denn Rache bringt mir meine Evelyn nicht zurück. Die Wunde ist gut verheilt. Du wirst keine Probleme mehr damit haben. Aber du musst essen, wenn du wieder zu Kräften kommen willst. Sonst wirst du nicht weit kommen. Wirklich nicht? Du gibst mir was zu essen, aber so wie du einen Hund füttern würdest. Du sprichst mit gespaltener Zunge. Ich bin Yarin, kein Kojote. Yarin ist so gut wie du. Connors Männer. Ich höre sie kommen. Versteck dich im Stall. Und verschließ die Tür, hinter dir. Los geht. Immer gern bei dir vorbei, Matt. Ein Gefühl, als würde ich nach Hause kommen. Du trägst zwar nicht mehr unsere Uniform, aber du bist trotzdem noch einer von uns. Na, wie geht's dir so, Gordon? Großartig. Und so würde es dir auch gehen, wenn du die Uniform nicht ausgezogen hättest, Lieutenant. Und deine Frau würde auch noch am Leben sein. Du wirst dich niemals ändern, was, Sergeant? Wonach sucht denn die Rothaut? Das ist Hondo, mein Jagdhund. Seine Spezialität sind Flüchtlinge. Ich schätze es nicht, wenn lausige Rothäute auf meiner Ranch rumschnüffeln. Ihre Fußabdrücke führen hierher. Okay, raus damit. Wonach sucht ihr, Gordon? Nach einer kleinen Comanche Squaw, auf die der Colonel ein Auge geworfen hat. Wir haben sie uns geschnappt, aber sie ist leider abgehauen. Ich weiß, dass sie ja irgendwo sein muss. Sie versteckt sich im Haus. Du wirst doch wohl nicht auf einen Indianer hören. Nein, bestimmt nicht. Aber du hast doch wohl nichts dagegen, wenn ich mal in den Stall sehe. Hey, mach dein Quatsch mit! Nicht schießen! Nicht schießen! Mann, wir sind alte Freunde. Wir haben zusammen gekämpft. Mach keinen Blödsinn, Matt. Ach ja. Wir sollen Freunde gewesen sein? Meine Freunde vergewaltigen nicht. Du hast dich immer hinter der Uniform versteckt. Du und die anderen. Toll, wie du jetzt deine Schnauze aufreißt, Matt, aber damals warst du auch nicht viel besser. Du hast jetzt vielleicht die besseren Karten. Aber wir kommen wieder und dann bezahlst du dafür. Dieses Schwein. Ich will hoffen, dass ich es nicht bereue, dass ich dich hab laufen lassen. Du bist so gut wie tot, du weißt es nur noch nicht. Ja! Thank you.
bist einer von ihnen. Ein Weißiku. Einer von den grauen Wölfen. Du hast doch die Indianer. Sag mir, wieso hast du mich dann beschützt? Ich bin schon seit langer Zeit kein grauer Wolf mehr. Und ich musste diesen Mann töten. Sonst hätte er mich getötet. Es ging nicht um dich. Glaubst du, sie kommen zurück? Ja. Ich verstehe. Dann haben wir beide von nun an dasselbe Schicksal. Zusammen werden wir stärker. Aber du kämpfst nicht mit einer Indianerin. Ich glaube, da irrst du dich. Wir haben denselben Feind. Diese Männer sind gnadenlos. Aber zusammen hätten wir eine Chance. Wir müssen es schaffen, zu den Bergen zu kommen. Wir können in diesem Tempo nicht weiterreiten, Colonel. Das ist Wahnsinn. Das werden die Pferde nicht durchhalten. Teufel mit den Pferden. Ich will dieses Mädchen haben. So eine Schweinerei. Wir frieren uns hier die Ärsche ab, während die es da drin gemütlich haben. Und was werden sie gerade tun? Okay, viel Spaß, Lieutenant. Es wird das letzte Mal sein. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe so ein blödes Gefühl. Es ist irgendwie so still da unten. Wir sollten uns das mal genauer ansehen. Wenn uns die zwei entwischen, reißt uns der Alte den Arsch auf. Da unten bewegt sich nichts. Ich werde mir das mal ansehen. Und wenn sich irgendwas rührt, kommt ihr runter. Verdammt, es ist eine Schlucht. Wir müssen irgendwie rüber. Hier, halt mal das. Los, komm!
Los, komm, du hast es beinahe geschafft. Noch ein kleines Stück. Los. Ein kleiner Nachtspaziergang? Keine Dummheit. Es lohnt sich nicht. Lass die Waffe fallen. Ist doch wirklich ein Jammer, was? Ich versau euch die Flitterwochen. Weißt du, die Squaw hier gehört meinem Colonel. Der lässt sich aber verdammt viel Zeit. Vielleicht läuft was schief da unten. Sollen wir mal nachsehen? Also mir gefällt das nicht. Wir hätten ihm nicht erlauben dürfen, allein darunter zu gehen. Sowas bringt eben nichts ein. Jetzt haben wir die Scheiße. Wir werden da runtergehen und nachsehen. Er dachte, er ist stark. Er war es nicht. Er hat seine Stärke verloren. Ihr Drecksindianer! Alles, was ihr könnt, ist verstümmeln und foltern. Ich habe geglaubt, du bist anders. Wir schneiden nicht Frauen die Brüste ab und machen Tabaksbeutel daraus, wie die Weißiku-Soldaten. Das ist eine Lüge. Eine Lüge. Nein, es ist die Wahrheit. Hast du gesehen, wie es in meinem Dorf aussah, als die weißen Männer da waren? Du hast die Frauen nicht gesehen, nachdem die Soldaten sie vergewaltigt hatten. Du hast nicht gesehen, wie Soldaten alten Männern die Augen ausstachen und wie sie kleinen Kindern die Köpfe abgeschnitten haben. Du hast nichts von alledem gesehen. Was zum Teufel war das? Komm, gehen wir nachsehen. Okay, wir rasten hier bis Tagesanbruch. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ich halte die erste Wache. Nein, ich bin nicht müde. Ich halte Wache. Gut, wie du willst. Können noch nicht lange weg sein. Das Feuer brennt noch. Dieser verdammte Idiot Frank, er sollte sie beobachten. Es ist seine Schuld, dass sie entwischt sind. Ich verstehe das nicht. Entweder sie sind an ihm vorbeigekommen oder er verfolgt sie. Colonel! Sir! Ich habe Franks Leiche gefunden. Diese verdammte Squaw hat ihn skalpiert. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verschwenden. Vorwärts! Hey!
Irgendwas gefällt mir hier nicht. Es ist so still hier. Heilige Felsen. Ho! Wir haben die Leichen von Chris und Billy gefunden. Sie sind beide skalpiert worden. Sie müssen hier irgendwo auf den Grat geklettert sein. Peter, du nimmst die drei Männer und schlägst einen Bogen hinten herum. Gordon, du, Mike und Spencer kommen mit mir. Der Rest der Männer sucht den Hang ab. Peter, du bewachst den Canyon. Ich schwöre euch, diesmal werden sie nicht entkommen. Hey! Dies ist Shahaptian, das Haus der Toten, das Land meiner Urahnen. Mein Vater sagte immer, jedes lebende Wesen hat einen Geist, der einen schützt. Er glaubte, dass selbst der weiße Mann einen guten Geist in seinem Körper hat. Ich werde nicht sterben, solange die Seele meines Vaters mir den Weg zeigt und in mir bleibt, so wie der Geist deiner Frau dich leitet. Die Geister der Unseren sind für alle Zeit in uns. Liebe ist wie Hass, sie stirbt nie. Von welchem Stamm sind die? Von meinem Stamm. Die Überlebenden. Die letzten Krieger. Ich werde mit ihnen sprechen. Dieser Weiß-Siku hat mir geholfen. Er hat sein Leben für mich riskiert. Er ist kein Feind. Er ist ein Freund. Kein weißer Mann ist unser Freund. Die Bleichgesichter töten unser Volk. Und wir haben geschworen, wir werden alle Weiß-Siku töten und skalpieren. Nun geh, kleine Squaw. Du hast alles gesagt. Ich bin Yarin, Tochter des Häuptlings Schwarzer Adler. Keine kleine Squaw, die man wegschickt. Was haben die jetzt vor? Das weiß ich selbst nicht. Ich habe ihn beleidigt. Er ist wütend. Toba, Ishi, Heya, Vesto! Und was hat er jetzt gesagt? Ich sage dir, der rote Fuchs ist nicht stark. Er kann nur gut reden. Er ist feige. Er denkt, dass er ein großer Krieger ist. Ein starker Krieger. Er will kämpfen. Ich würde mich da gerne raushalten. Unmöglich. Sie würden uns auf der Stelle töten. Wenn du gegen ihn gewinnst, sind wir frei. So ist es Sitte. Eine schöne Sitte.
Ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich glaube, du hast Angst. Habe ich recht? Glaubst du, Roter Fuchs ist zu stark, weiß Siku? Du musst ihn töten! Du hast ihn besiegt! Du musst ihn töten! Nein, das ist eine tödliche Beleidigung! Hey, was soll das? Es ist so kalt. Ich möchte nur ein wenig von der Wärme deines Körpers. Aber hör mal, ich bin nicht aus Holz. Das weiß ich. Na ja, dann... aber ich meine, wenn ein Mann und eine Frau nicht miteinander verheiratet sind, dann ist... Rede jetzt nicht zu viel. Das kannst du mir morgen erklären. Ich bin nicht müde.
Hier, nimm die Decke, damit du nicht frierst. Yaren, Tochter der laufenden Wasser. Hey, sieh mal, da kommt Peter. Sehen Sie an, er scheint ein Wild aufgestöbert zu haben. Er war schon immer ein guter Jäger. Hallo, Colonel. Wer sind die beiden? Sie hatten sich in den Bergen versteckt. Behaupten, sie wären Lacarios, sind aus ihrem Dorf weggerannt. Wollten wohl ein bisschen allein sein. Zappel nicht so rum, ich will dich mal ansehen. Du bist hübsch. Sehr sogar. Ja! Er schießt den Dreckskerl. Halt, Moment. Lass mich den stinkenden Kojoten abknallen. Nein, gib mir dein Messer, Pat. Was ist? Pferde.
Nein, nicht. Der Colonel will sie lebend. Los, spring auf, schnell! Steig ab, komm. Lauf, weg mit dir. Schnell, wir müssen uns verstecken. Konnte ich einfangen, aber von den beiden keine Spur. Diese verdammte Rothaut! Sie hat uns schon wieder ausgedrückt. Los, kommt! Wir reiten zurück! Er ist verwundet! Sie können nicht bald kommen! Nicht durchhältst, werden sie uns töten. Also los! Steh auf! Steh auf! Sie sind dicht hinter uns! Sei still. Sie kommen zurück. Bitte sei still.
Verdammter Idiot! Du hast sie entkommen lassen, du Trottel! Ich bin froh, dass ich dich nicht erschieße! Vollidiot! Hören Sie auf, Colonel, Sie töten ihn ja! Ich werde ihm seine verdammte Haut abziehen! Wir hatten sie beinahe, nur noch einen Schritt und er hat sie entkommen lassen! Hier, nehmen Sie erstmal einen Schluck, das wird Sie beruhigen. Wir erwischen Sie schon. Ich meine, wohin sollten Sie auch fliehen? Er ist verwundet und sie ist eine dreckige Squaw. Morgen früh geht die Jagd weiter. Also gut. Sind die Schmerzen jetzt vorbei? Ja, es ist erstaunlich. Wie ist dir das gelungen? Du bist sehr stark und du hattest Glück. Ich frage mich nur, woher ich diese verdammten Kopfschmerzen habe. Hier ist jetzt. Das ist gut. Es gibt dir deine Kraft zurück. Na los. Nicht schlecht. Was ist das? Ochika. Schlange. Schlange? Gut gebraten. Schmeckt gut. Ja, ganz köstlich. Ich habe eine Wurzel gefunden, eine indianische Medizin, die deine Wunde geheilt hat. Du wirst bald gar nichts mehr spüren, so als wäre nie etwas geschehen. Wenn ein Indianer Ochika ist, dann heißt das, dass er die Frau liebt, die ihm Ochika gegeben hat. Verrückt. Ich will das nicht hören, doch... Yarin wird immer nur dir gehören. Womit hast du diese Schlange gewürzt? Ich bin eine Wilde, eine Barbarin. Vergiss das nie. Ich werde immer daran denken. Du hast doch die Rothäute. Und ich bin eine. Du bist nicht so wie die anderen. Nein, warte. Tu nichts, was du bereust. Bitte. Ich möchte dich küssen, Yarin. Nur wenn du es wirklich willst, können wir unsere Seelen vereinigen.
Matt, hierher. Runter. Wir müssen in die Berge. Aber nur nachts. Wir wandern im Dunkeln. Dann sehen uns die Soldaten nicht. Mit ihren Pferden sind sie schneller als wir. Und es sind viele. Wir warten bis Sonnenuntergang. Dann versuchen wir, sie zu umgehen. Los, komm. Nimm dir ein Pferd. Komm. Komm. Schieß doch! Sie darf nicht entkommen! Mach schon, du blöde Jan! Hey, Colonel, sehen Sie mal, wen ich hier habe. Also, ich würde vorschlagen, wir unterhalten uns ein bisschen, Matt. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn Sie alleine reden. Also los, erzählen Sie. Sagen Sie mir, was ich tun sollte mit dir und deiner dreckigen kleinen Squaw. Du kannst machen, was du willst, Connor. Solche wie du gehören an den Galgen. Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Nun, da du mir Schwierigkeiten bereiten willst, muss ich mich entscheiden. Ich werde dir ein nettes, kleines, indianisches Spielzeug zeigen. Es ist meine erste Chance, damit zu spielen. Hier, sieh dir das an. Das wird dir bestimmt Freude machen. Ja? Spüren Sie sie auf, Sergeant. Und ich würde Ihnen empfehlen, sie zu finden, sonst werde ich ungemütlich. Haben Sie verstanden? Langsam fange ich an, die Geduld zu verlieren. Ich hoffe, Sie haben begriffen. Vorwärts!
Moment mal! Sie muss hier vorbeigeritten sein. Okay, weiter. Verdammt, ein Haufen guter Kumpels müssen sterben, nur weil der Colonel dieses Korps haben will. Oh. Charlie! Charlie! Verdammte Sauerei! Ich weiß, was du dir denkst. Du glaubst, dass sie irgendwann hier aufkreuzt. Du glaubst, dass die Kleine dich nicht krepieren lässt, dass sie deine dreckige Haut rettet. Aber ich wette, sie wird dich enttäuschen. Denn selbst wenn du sie noch mal siehst, dann nur als Leiche. Nicht mal einen kleinen Abschiedskuss wirst du von ihr kriegen. Das schwöre ich dir, mein Junge. Ist das klar, Matt? Du Bastard! Du Bastard! Bastard! Wir hätten diesen Kojoten bei uns behalten. Ich möchte, dass er noch ein bisschen Zeit hat, nachzudenken, wie dumm es ist, sich mit mir anzulegen. Mein Gott! Peter! Sie hat ihn skalpiert!
haben es fast geschafft, Lieutenant. Nur noch ein paar Meter. Können Sie sich ausruhen. Lass ihn los, Jungs. Du bist ein Verräter, Matt. Du hast mich verraten, die Armee, die Konföderation, die Sache des Südens. Du hast die Ideale verraten, für die wir gekämpft haben, und dafür wirst du bestraft werden, so wie du es verdient hast. Ich verurteile dich zum Tode, aber erschießen ist zu gut für einen wie dich. Also werde ich warten, bis wir deine kleine Indianerhure eingefangen haben. Und dann werde ich euch beiden die Haut abziehen, bei lebendigem Leibe. Vorsicht, er hat einen Revolver! Nein. Nein. Nein! Jetzt wird es ein fairer Kampf sein! Das Einzige, was ich je geliebt habe, gestohlen. Ja, mein Kind. Du hättest sie niemals heiraten. Sie hat es gewollt, Colonel. Ich wollte sie behalten. Sie war mein Ein und Alles. Warum musstest du sie mir stehlen, Matt? Ich denke oft an den Tag, an dem sie gestorben ist. Du warst draußen bei der Jagd. Ich kam zu ihr. Ich wollte sie überreden, dich zu verlassen. Ich wollte, dass sie einsieht, dass ich sie brauche. Dass es keinen Mann auf der Welt gibt, der besser ist als ich. Du bist wirklich wahnsinnig. Sie wollte mir nicht mal zuhören. Ich habe sie angefleht und habe gebettelt. Da fing sie an zu schreien. Sie schrie deinen Namen. Sie sagte, ja, stell dir vor, sie hat gesagt, dass sie mich hasst. Ich kann verstehen, dass sie dich gehasst hat. Und da wusste ich, dass ich nur noch eins tun konnte. Ich musste sie von all diesem Hass reinigen. Sie musste aufhören, sich meiner zu schämen. Also habe ich... Ich habe ihren Hals zugedrückt. Ich drückte und drückte immer fester. So lange, bis sie tot war. Sie hatte endlich ihren Frieden gefunden. Ihren ewigen Frieden. Schön.